Liebe Separate-Freundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen zur witzigen Presseschau, zu all dem Irren und Verrückten, was heutzutage durch die Medien geistert. Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Ein irres Wort. Auf diesen Begriff bin ich gestoßen in einem Artikel, in dem es darum geht, wie die Chinesen ihre Erfolge im Kampf gegen Corona beschreiben. Da stand nämlich drin, dass die Chinesen sagen, weil sie vorne einen starken Mann dran haben, da können sie Millionenstädte wie Wuhan einfach abriegeln und fertig. Wir hingegen mit unserer Demokratie, wo wir viele Leute haben, die mitreden, viele Kompetenzen überall verteilt, Checks and Balances und so weiter, wir zerreden alles. Wir sind nicht in der Lage, schnelle und harte Entscheidungen zu treffen. Kann man so sehen. Ich persönlich glaube das nicht. Und der entscheidende Unterschied zwischen dem chinesischen System und unserem ist nämlich genau diese Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Das bedeutet nämlich, dass wenn irgend an einer Stelle etwas nicht richtig funktioniert, dann haben wir die Fähigkeit entwickelt, weil wir alle freie und mündige Bürger sind, das zu kompensieren. Und das ist genau die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Das Einzige, was mich immer ans Überlegen bringt, ist, wenn man sich so überlegt, wer bei uns alles im Land was zu sagen hat, da wird mir manchmal ganz mau. Ich glaube, wir haben ein Intronisationsproblem. Und wenn man das alles zusammenzieht, dann hat man das, und jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, das Das Intronisations-Inkompetenz-Kompensierungskompetenz. Laufen lassen die Kamera, ich probiere es noch einmal. Die Intronisations-Inkompetenz-Kompensierungskompetenz. Das sage ich nicht nochmal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, es gibt weitere Videos im Separate YouTube-Kanal. Alle zusätzlichen Infos finden sich unten in der Beschreibung. Und zum Schluss das Allerwichtigste: Bitte bleibt gesund.